Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, letztes Mal haben wir hier ein bisschen aufgeräumt und müssen jetzt zu Marshall, in diese Richtung wahrscheinlich. Also sie hat gemeint, dass sie im Raum des Glücks oder so wären. Aber erstmal schauen wir mal. Ein gefesseltes Publikum, neue Mission. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Schleudereffizienz. Gruppendenken. Zusammenfassung. Die Studie setzt die Arbeit von Irving Janis, Robert Barron und anderen fort und stellen einen starken kausalen Zusammenhang zwischen Gruppendenken und der passiven oder aktiven Verwendung von Telepathie vor. Um diese Verbindung zu beweisen, hat die Psychologieabteilung Varianten der ursprünglichen Konformitätsexperiment von Salomon Ash mit einem telepathischen Individuum als Testsubjekt durchgeführt. Weitere Details in den Experiment. Daraufhin wurde mit umfangreichen qualitativen und quantitativen Daten aus diesem Experiment eine telepathische Interferenz innerhalb der Gruppe identifiziert. Weitere empirische Ergebnisse innerhalb der Weitere empirische Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass Maßnahmen als Schutz gegen telepathische Verhaltensbeeinflussungen ergriffen werden können, indem kühn gesagt wird, die Abhandlung Jahrzehnte von Gruppendenken-Theorie revolutioniert und neue Wege für weitere Experimente mit dem Verstand erbringen, darunter die Manipulation von und na schön. So. Gegenstände. Also es... geh durch Drucklufttechnik. Nee, geh zur Drucklufttechnik. Eine gute Verteidigung. Untersuche den Trainingskurs. Aber, also ich glaube, ich, also ich werde jetzt dem Marshall auf jeden Fall, mit dem Marshall sprechen. Ah, da kommen wir wieder zu. Ah, okay. Dadurch, dass wir den Punkt hier gesäubert haben, haben wir hier wieder einen Durchgang geschaffen. Das ist sehr gut. Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Faden? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Wie jetzt alle sofort wissen, dass wir... Wer von euch? Ernsthaft? Oh Gott. Mann, schick den Aufzug. Ah!
Danke, dass du nicht geschossen hast. Uiuiuiui. Ja, jetzt ist der Aufzug da, ne? Uiuiui. Trench sagte, sein Team kenne alle Geheimnisse der Behörde, besonders Marshall. Weiß sie etwas über Dylan? Das wäre interessant. Wow. Marshall erwartet sie im Glückslabor, gleich da hinten. Im Glückslabor? Ich muss nur kurz mal aufs Klo. Da ist nix. Hä? Warte mal. Wieso ist die tot? Oder der? Der hat eine FBZ an. So ein Gerät. Ereigniszusammenfassung. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen konnten zu einem Haus in... In Butte. Das haben wir doch schon. Der Zugschalter im Kleiderschrank. Ja. Hä, nee, das... Ich bin immer sehr unsicher, ob das dann wirklich das gewesen ist, was wir gerade gezogen haben. Eingesammelt haben. Willkommen in der Gruppe, Ma'am. Marshall ist gleich da hinten. Danke. Sollen wir das vor allen machen? Dann machen wir hier mal den rein. Für Stich. Zoom 12%. Genauigkeit plus 7%. Machen wir mal Zoom. Also für Nahkampf haben wir jetzt den Schmetterer. Und für Fern haben wir jetzt den Stich. Oh. Hallo. Was haben die für Waffen? Ich will auch so eine. Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Ja, ich wurde auch aufgehalten. Hey, du hast gerade mit mir gesprochen. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jessie. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? Ja, schon. So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen.
Sorry, aber wir können nichts riskieren. Darf ich so eine mitnehmen? Hat irgendjemand was von Salvador gehört? Zuletzt hat er ein Sicherheitsteam in die Isolation geführt. Der Grund ist derzeit unbekannt. Ich denke, ich kenne den Grund. Ich höre so einen Granatwerfer. Tja, dann machen wir hier mal weiter. Und gehen mal in den Shelter rein. Hier ist nichts, oder? Hier ist ein bisschen... Ah, doch. So. Da drüben sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Stich ist geil. Sind die alle tot? Ist ja nicht so gut. So, das ist also... Aber es ist ganz gut, dass ich den Stich genommen habe. Liebes. Ja, ja.
Da bist du. Oder da warst du. Jetzt sieht es auch wieder normal aus hier. Finde Darlings HRV-Labor. So. Also, was da gerade ein bisschen blöd ist, also durch den Stich. So, dadurch, dass ich Stich und Schmetterer habe, habe ich keine Schnellfeuerwaffe mehr. Also ein bisschen blöd. Ritual Office. Was ist das denn? Ritual Office. Ah, hier. Die sieht ein bisschen fertig aus. So, vielen Dank für die Akte. Sie war sehr hilfreich. Ich habe es hier mit der Schwarzsteinforschung erneut archiviert. Falls Sie wieder darauf zugreifen wollen. Schwarzsteinforschung. Schwarzstein. Ja, die Videoaufnahmen sind immer interessant. Ich erwarte allerdings, dass in Zukunft meine Verfügbarkeit dafür abnimmt, da meine Analyse dieser neu entdeckten Schwarzstein-Variante gerade einen kritischen Punkt erreicht hat. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch daran teilnehmen kann. Darling scheint in letzter Zeit unter einer Menge Druck zu stehen und ich bin mir sicher, dass er jede Art von Unterstützung zu schätzen wüsste, die sie bieten können. Bezüglich der von Ihnen gelieferte Analyse habe ich keine Fragen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Gruß, Forschungsspezialist, bla 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 bla. So. Ah, das sind wir. Ah, deswegen weiß ja jeder das. Irgendwie kann ich. Kann ich nicht mehr die Waffe wechseln? Naja, vielleicht dann später. Untersuchen paranatürlicher Themen, spürbare Effekte von Ritualen. Zusammenfassung: Zwangsstörung, Horten, Angststörung. Während bestimmter Manifestierungen dieser Konditonen einfach ein Symptom geistiger Krankheit darstellen, führen die Personen manchmal einfach genannte Rituale durch. Die der Rituale kann unterschiedlich ausfallen. Numerologie, Traumlogik, Verluste, verbale Formen, repetitive Handlungen und kausale Verknüpfung sind nur einige der Verfahren. Einige der Rituale sind konsistent, wie das dreimalige Ziehen des Zugschalters, um das Motel zu betreten. Andere wiederum sind nicht stringent. Die meisten Menschen führen jeden Tag kleine Rituale durch, aber ein Großteil versteht nicht, welche Bedeutung hinter ihren Handlungen liegt. Katastrophenvermeidung, Anhäufung von Glück oder einfach verlorene Schlüssel zu finden, sind die Ergebnisse täglicher Rituale. Personen, die einen tieferen Sinn hinter diesen zwanghaften Haltungen erkennen, sind sich der paranatürlichen Welt der Natur aus bewusst und sollten, wenn sie gefunden werden, für eine Beschäftigung in der Behörde in Betracht gezogen werden. Mhm. Wow. Sieht cool aus. Und jetzt?
War's das? Ich glaube, das war's. Na gut. So, dann werden wir hier mal weitermachen. Oder wir schauen uns weiter um. Vielleicht haben wir noch ein Shelter und da drinnen liegt noch was Schönes. Ah. Sieht so aus. Erhöhter. Plus 10%. Ja, ich habe 12. Problem. Mit der jüngsten Ankunft der offenbaren sich unübersehbare Lücken in der Fähigkeit der Behörde, einen Jungen zu erziehen. Es gibt für keine andere zu spielen. Blablabla, soll erschreckende neue Konzepte erlernen. Lösung. Benötigt eine langsame, freundliche Einführung in paranatürliche Themen. Gestatten Sie mir im Hinblick darauf, Grenzbereich Kinder vorzustellen. Es ist eine Fernsehsendung, in der eine Truppe fröhlicher Marionetten die Gefahr des Lebens in der Behörde erklärt, aber auch die lustige Seite des Paranatürlichen zeigt. Die Budget-Anforderung wäre minimal. Ich habe ein paar Marionetten-Handwerkskurse im örtlichen Gemeindezentrum gemacht. Die Forschungsmitarbeiter bauen die Kulisse, filmen und sprechen sogar die Stimmen. Das wird die Stimmung heben und ich garantiere, dass positiv auf dieses Video reagieren wird. Könnte es sein, dass das Dylan ist? Weil die haben den ja als Kind geschnappt. Reagieren wird. Wir können nicht erwarten, dass ein Kind Freude an Vorträgen und Leuten in Laborkittel hat. Aber wie das Fernsehen seit Jahren beweist, lieben Kinder Marionetten. Würde ich jetzt behaupten. So. Achso. Das ist die Tür, die wieder zugeht. Synchronisierung. Was ist das? Oh Gott. Was geht hier vor? Ich glaube, da oben war gerade was. Da unten geht's noch zum Mirror-Testing. Oh, das ist auch wieder sowas. Wo vorhin alles rot war. So. Zusammenfassung. Als Tests wurden an verschiedenen Standorten hier weltweit Fernsehgeräten in ähnlich eingerichteten Räumen aufgestellt. Durch die identische Modifizierung der Einrichtung jedes Raumes und darauf folgende Änderung des Kanals in jedem Raum, außer einem einzigen, würde jener Fernseher spontan die eigene eingehende Frequenz, an seine
synchronisierten Gegenstücke anpassen, so die Hypothese. Das Experiment schien ein Misserfolg zu sein, bis man feststellte, dass die Agenten, die für die Einrichtung und Überwachung dieser Räume verantwortlich waren, alle die gleichen emotionalen Turbulenzen erlebten, wie ein klinisch depressives Mitglied des Teams, das sich ja selbst im östlichen Teil von befand. In psychologischen Untersuchungen der Agenten wurde ein Zusammenhang nachgewiesen. Interessanterweise trat das Phänomen der Synchronizität ein, aber anders als wir erwartet hätten. Puh. Ja, okay. Was guckst du? So, hier geht's nochmal runter. Ah, da brauche ich Zugang. Ah, jetzt geht's. Ah. Super. Gut, dann geht's mal weiter. Jetzt sieht es ein bisschen krass aus. Gehen Sie weiter. Alter, was geht denn hier? Solche Forschungsdinger sind immer ziemlich gruselig, finde ich. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE. Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize in das Objekt einzubringen. Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Keine Reaktion. Als nächstes Wärmeeinbringung mit einem Bunsenbrenner. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Reihe von Lösungen mit verschiedenen Werten auf der pH-Skala von 0 bis 14. Okay. Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Ja. Da lang zum Labor? Ich weiß nicht. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. Boah, ich bin so gespannt, was dieses Wesen da ist. Sieh mal einen an. So.
Das war das. Und jetzt? Nochmal hier. Cool. Und jetzt aber. Hoch, runter. Links, rechts. Ach so, okay. Ah, okay. So, oder? Nee. Shoot. So, jetzt halt. HRV-Labor. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? Aktiviere die Maschine. Es ist mir ein bisschen zu still hier. Bisschen zu still. Ist noch ein Papier. So, Schwarzsteinprismen sind einzigartige Schwarzsteinformationen, die sich in Form und Stärke unterscheiden. Während die Dichte von Schwarzsteinen paranatürlicher Kräfte eindämmt. Ah, so. Paranatürliche Steine, Kräfte eindämmt, erhält die einzigartige Prisma vielleicht, Struktur von Prismen, ja okay, verbrisse Frequenzen im Bereich von bis Hertz mit perfekter Harmonisierung. Dieser Bereich analysiert die Ergebnisse eines Versuchs, bei dem ein durch ein harmonisiertes Prisma auf ein fokussiert wurde. Die Methode, mit denen nicht physische Felder auf geprägt und diese mit den Eigenschaften der harmonisierenden Resonanz im Prisma versehen werden können, werden erforscht und erklärt. Okay. Sind das da dann so die Steine vielleicht? Die Schwarzsteine? Könnte sogar sein. Na gut, aber das werden wir dann die nächste Folge machen. Ah, das ist so ein Prisma. Beziehungsweise so ein Stein. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.